Hallo und herzlich willkommen zu Tag 4 unserer 5 Tage Auszeit für Körper, Geist und Seele. Heute ist das Thema Schutz, denn wie du weißt, im Alltag begegnen dir häufig Herausforderungen, die dich aus deiner inneren Balance ziehen und dir im wahrsten Sinne des Wortes die Energie rauben können. Und deswegen dreht sich heute alles darum, wie du dich davor bestmöglich schützen kannst. Im Yoga, in unserer Yoga-Sequenz, setzen wir das heute um mit einem Vinyasa-Flow. Wir bewegen uns wieder mit dem Atem und die Position, die ich dir besonders ans Herz legen möchte, ist der Krieger 2. Dazu dann gleich mehr, wenn wir in die Position kommen. Wir fangen heute an im Stehen. Stell dich auf deiner Matte auf. Wir fangen an mit ganz leichten Lockerungsübungen. Lauf ein bisschen auf der Stelle. Streck und beug deine Beine. Wunderbar. Dann bring die Hände in die Hüften und kreise ein bisschen mit den Hüften, um hier Lockerung reinzubringen. Und dann nochmal in die andere Richtung. Wenn es irgendwo knackt, ist das völlig normal. Wunderbar. Und dann bring deine Arme 90 Grad nach oben, zur Seite abgewinkelt. Mit dem Einatmen zieh die Ellenbogen nach hinten, öffne dein Herz nach vorne. Mit dem Ausatmen werde ganz rund im Rücken, bring deine Ellenbogen vorne zusammen. Nochmal mit dem Einatmen, beug dich nach hinten. Ausatmen, runder Rücken. Kuhkatze im Stehen, noch einmal. Ellenbogen ziehen nach hinten mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen werde ganz rund. Wunderbar. Und als letzte Lockerungsübung, lass hier einfach deine Arme ganz entspannt von rechts nach links schwingen. Der ganze Körper kommt in die Drehung. Wir mobilisieren auch hier nochmal die Wirbelsäule. Ganz entspannt von rechts nach links und wieder zurück. Wunderbar. Sehr schön. Dann schüttel nochmal alles aus, dass du so richtig locker bist. Und komm zum Anfang deiner Matte. Einen Moment in Tadasana. Atme einmal tief ein durch die Nase. Und tief durch den Mund wieder aus. Und los geht's. Mit dem Einatmen bring die Arme über die Seite nach oben. Werde lang. Ausatmen aus der Hüfte heraus. Komm nach unten. Stehende Vorbeuge. Einatmen, tritt mit beiden Beinen nach hinten in die Planke. Ausatmen, bring Knie, Brust und Kinn zum Boden, komm in die Bauchlage. Einatmen, sanfte Rückbeuge. Und ausatmen, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Ein Moment hier, finde deinen Hund. Beug und strecke gern die Beine. Dein Steißbein zieht Richtung Decke. Deine Arme schieben den Rücken nach hinten oben. Wunderbar. Mit dem nächsten Einatmen bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Und jetzt achte hier drauf, dass dein Sprunggelenk unter deinem Kniegelenk ist. Dreh deine linke Ferse 90 Grad nach innen, sodass dein vorderer Fuß und dein hinterer Fuß ungefähr in einer Linie sind. Finde hier ganz stabile Beine und dann, wenn du soweit bist, mit dem Einatmen komm nach oben in deinen Krieger 2. Dein Gewicht ist gleichmäßig verteilt, deine Hüfte sinkt hier nach unten, deine Hüfte ist zur Seite geöffnet, Arme sind nach vorne und hinten ausgestreckt, Schultern gehen nach hinten. Schau, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst, dass du deine Hüfte so ein bisschen nach vorne schiebst. Wenn dein Nacken es erlaubt, schau mit deinem Blick über deine vordere Hand. Wenn du Probleme mit Knien, Hüfte oder auch Sprunggelenken hast, schau, wie weit du deine Beine auseinander machen möchtest. Je nachdem kannst du die Intensität variieren. Krieger 2. Stolze Pose. Bleib mit deinem Atem verbunden. Und dann mit dem nächsten Einatmen bring deinen rechten Ellenbogen auf dein rechtes Bein. Der linke Arm kommt übers Ohr, seitlicher gestreckter Winkel. Schau, dass die Schultern geöffnet bleiben. Komm zurück in den Krieger 2. Dreh deine vordere Handfläche nach oben
Und komm zurück. Gegenbewegung, friedlicher Krieger. Einatmen. Zurück in Krieger 2. Und dann mit dem nächsten Einatmen streck dein vorderes Bein. Vorbereitung fürs Dreieck. Mit dem Einatmen zieh die rechte Hand nach vorne, 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 bis es nicht mehr weitergeht. Und dann klappt dein Oberkörper zur Seite fürs Dreieck. Schau, dass deine Schultern hier schön geöffnet bleiben, dass du nicht nach vorne wegkippst. Bleib lieber ein bisschen weiter oben in der Position, sodass die Schultern schön zur Seite geöffnet sind. Wunderbar. Und dann beug dein vorderes Knie wieder. Die Hände kommen zum Boden. Die hintere Ferse löst sich vom Boden. Dein rechter Fuß kommt zurück in die Planke. Du fließt durch dein Vinyasa. Mit dem Ausatmen komm zum Boden. Entweder über die Liegestütz oder Knie, Brust, Kinn. Einatmen in die Cobra. Und ausatmen. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Zwei, drei Atemzüge hier durchatmen. Vielleicht nochmal die Beine beugen und strecken. Gerader Rücken, Steißbein schiebt sich nach hinten. Und mit dem nächsten Einatmen kommt dein linker Fuß nach vorne. Wir machen das Ganze zur anderen Seite. Auch hier wieder schau, dass dein Knie über deinem Sprunggelenk ist. Deine rechte Ferse setzt sich ab, sodass linker und rechter Fuß ungefähr in einer Linie sind. Und wenn du Stabilität in den Beinen hast, dann komm nach oben in deinen Krieger 2. Auch hier achte darauf, dass deine Hüfte zur langen Seite der Matte geöffnet ist. Dein Knie bleibt über deinem Sprunggelenk. Spür hier die Dehnung im linken Oberschenkel. Arme nach vorne und hinten gestreckt. Wenn dein Nacken es erlaubt, schau über deine linke Hand. Wunderbar kräftigende Übung. Krieger 2 schenkt Mut, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Bleib verbunden mit deinem Atem. Und saug ganz bewusst die positiven Effekte der Pose in dich auf. Wunderbar. Mit dem nächsten Einatmen, seitlicher gestreckter Winkel. Linker Arm zu linkem Oberschenkel. Rechter Arm streckt sich nach vorne. Ausatmen, komm zurück in Krieger 2. Einatmen, die vordere Handfläche dreht sich nach oben. Ausatmen, friedlicher Krieger, Gegenbewegung. Einatmen, zurück in Krieger 2. Noch ein letztes Mal die Pose genießen. Und dann streck dein vorderes Bein, Vorbereitung fürs Dreieck. Mit dem Einatmen zieht dich die linke Hand nach vorne, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann klappst du nach unten ins Dreieck. Auch hier wieder achte drauf, dass deine Schultern geöffnet bleiben. Dreieck ist eine super aktive Pose. Fast alle Muskeln im Körper werden gebraucht. Auch hier bleib verbunden mit deinem Atem. Und dann beug dein vorderes Bein wieder. Bring die Hände zum Boden. Die hintere Ferse löst sich wieder von der Matte. Der linke Fuß kommt zurück zum rechten. Wir fließen noch einmal durchs Vinyasa. Bleib bei deinem Atem. Ganz bewusste Bewegungen. Wunderbar. Letzter herabschauender Hund. Zieh noch einmal das Steißbein zur Decke, werde lang im Rücken. Und dann bring die Knie zum Boden. Finde nochmal einen aufrechten Sitz. Mach die Wirbelsäule nochmal lang. Schließ deine Augen. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Und dann öffne deine Augen. Das war unsere Yoga-Sequenz für Tag 4 zum Thema Schutz.
den Krieger kannst du auch ganz wunderbar als mentale Position mit in den Alltag nehmen. Erinnere dich immer wieder dran, wie er dir Mut, Kraft und Selbstvertrauen gibt. Und dann sehen wir uns morgen wieder für Tag 5. Namaste.